ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich jetzt gerade so, weil das so schnell dann ging in ein paar Händen innerhalb von so 20 Minuten, bin ich ein bisschen enttäuscht, aber insgesamt natürlich kann ich sehr zufrieden sein und freue mich über das mega Ergebnis und wie gesagt, morgen werde ich wahrscheinlich da mehr noch mich drüber freuen als jetzt gerade. Brauchen wir vielleicht noch mal so 2 Stunden und dann. Und dann kriege ich Dame König und Open Race und am Button called nur der, gerade der Oldman, der alles so oft gemacht hat, mit allen möglichen Händen. Und denke ich mir, jetzt ist ein guter Spot, kann man reinschieben. Der andere schmeißt auch gleich weg und er sofort, oh, Asse, Snap, oh ja, das ist natürlich Pech. Das war natürlich Pech, weil da kannst du nichts machen. Hat er ausgerechnet, in dem Moment hat er jetzt eine Falle gestellt, eigentlich wahrscheinlich für den anderen, aber hat mich erwischt. So, also ich, letzte Hand brauchen wir mir keinen Vorwurf machen. Vorher, ob ich die Bluffs jetzt mache, weiß ich nicht. Es war wirklich der Zeitpunkt so, gerade wo ich dachte, jetzt morgen geht's weiter. Und dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt, Moment, Vorhände musst du anders spielen. Das ist ganz komisch. Also das hat mich schon ein bisschen aufs Konzept gebracht. Deshalb bin ich ein bisschen enttäuscht, aber morgen oder später werde ich mich richtig freuen. Mein größter Gewinn meines Lebens, mit Abstand. Und ich bin auch insgesamt über meine Performance. Thank you. Ich bin insgesamt eigentlich auch, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden. Ich kann mir nicht viel vorwerfen. Ich habe versucht, auch da nicht irgendwie zu passiv zu spielen, die ganze Zeit immer irgendwie. Eigentlich war alles cool, aber so geht das eben. Das ist ganz normal. Congratulations, you were amazing. Thank you. I know it feels like a loss, but it's a win. It's gigantic. You were awesome. Thank you very much. Very good. Amazing.